Interessen der Sicherheitsamerikaner besteht darin, zu versuchen, Funktionen jetzt durch Potenzen, also auch Polynome, möglichst gut beschreiben zu können. Das haben wir schon gezeigt, wie das gegangen ist. Der Logarithmus von 1 plus x ist gleich x plus x Quadrat halbe, plus x im dritten Schritt, plus x im vierten und so weiter. Oder der Abstand von x ist x minus x im dritten, plus x im fünften, plus x minus x im siebten und so weiter. Also mit der Hypothese. Und nun wollen wir das Ganze auf eine allgemeine Basis stellen. Erfunden wurde von Brooke Taylor, auch einem Zeitgenossen von Isaac Newton. Brooke Taylor hat modern gesprochen Folgendes betrachtet: J ist ein Teil von R, J ist ein offenes Intervall. Sagen wir, Einfachheit halber soll 0 in J drinnen sein. Und wir betrachten zwei Funktionen. Groß G von J nach R. Klein G von J nach R. Groß G ist stetig differenzierbar. War so, dass Groß G abgeleitet das Klein G ist. Also Groß G ist die Stammfunktion von Klein G. Und jetzt für irgendeine anständige Zahl könnte theoretisch auch 0 sein, aber braucht nicht. Betrachten wir Groß R n plus 1. R n minus 1. Also es ist noch besser, dass es eine richtige Zahl ist, also mit 1 beginnen. Groß R n minus 1 soll sein 1 gebrochen durch n minus 1 Fakultät mal dem Integral von 0 bis x von x minus t hoch n minus 1 mal groß g von t dt. Also bitte beachten Sie bei dem Integral, t ist die Integrationsvariable und x steht so wie eine Konstante da, man nennt das ein Parameterintegral. Also x ist sowas wie der Statist bei der AIDA im Werk. Ja, kommt mit dem Speer, geht mit dem Speer, darf kein Vaziner. Ja? T ist das Sender. Und mit Groß R n bezeichne ich 1 gebrochen durch n Fakultät, Integral von 0 bis x weniger t hoch n. Mal klein g von t dt. Und Sie werden sich natürlich fragen, warum machen Sie das? Und ich werde das sagen, weil es zum Ziel führt. Also Sie werden dann später sehen, das ist gar nicht so böse, das zu machen. Irgendwie hängen die beiden ja zusammen. Ja, das ist richtig, die beiden hängen irgendwie zusammen. Denn es ist ja folgendes. Das Groß R n minus 1, das ist ja gleich 1 durch minus 1 Fakultät, Integral von 0 bis x, von x weniger t hoch n minus 1, mal, statt groß,
Gibt R1 minus 1 schreibe auf, R1 schreibe auf. R1 schreibe auf. Das wird jetzt sehr leicht, ob das ist jetzt einfach. Also R1, das ist 1 durch n Fakultät. Integral von 0 bis x, x weniger t ob n, mal, das ist ja das. Und statt klein g von t dt, sage ich, das ist ja das groß g von t differenziert. Und mal d von groß g von t. D von groß g von t ist klein g von t dt. Und jetzt integrieren wir wie? Partiell. Also wir integrieren partiell. Wie integriert man partiell? Also das 1 von n Fakultät lassen wir stehen. Erster Schritt, beide hinschreiben ohne Integral und ohne d. X weniger t hoch n mal groß g von t. Was müssen wir auswerten? Bei den Integrationsgrenzen. Integrationsgrenzen sind 0 und x. Also für t ist 0 und t ist gleich x. Minus 1 durch 1 Fakultät bleibt stehen. Integral von 0 bis x. Die beiden vertauschen die Rollen. Das kommt raus, das kommt rein. Groß g von t mal d von x weniger t. Okay. So geht die Regel des partiellen Integrierens. Ist weiter gleich. So. Da einsetzen. Schauen Sie, wenn wir da einsetzen. Obere Grenze t ist x eingesetzt. Wenn t gleich x ist, habe ich hier stehen x weniger x, x weniger x ist x. Fällt weg. Obere Grenze eingesetzt, fällt weg. Einverstanden? Untere Grenze eingesetzt, t gleich 0, habe ich 1 durch n Fakultät. X weniger 0 ist x, x hoch n, mal g von 0. Groß g von 0. So, minus, da steht 1 durch n Fakultät, Integral von 0 bis x. So, das Groß g von t, das nehmen wir uns auf. Das müssen wir jetzt differenzieren. Bitte, wonach müssen wir differenzieren? Wir wissen ja, x ist ja nur das, x trägt ja nur den Speer, macht nichts. Also nach dem müssen wir. Also, Klammer differenziert ist n mal, da schreibe ich schon 1n, n mal die Klammer hoch n minus 1, ja, mal d von der Klammer. Was ist d von der Klammer? X ist, hat die Rolle der Konstanten. D von der Klammer ist minus dt. Ich schreibe dt hinten hin. Das Minus vorne. So, ja, auf die Minus wird ein Plus. Und das Groß g von t dürfen wir nicht vergessen. Das ist also gleich. Bitte, ja. Bitte nicht ein Minus auf der linken Seite. Entschuldigung. Beim linken Ausdruck. Links? Das andere links. Links. Da. Dieses links, ja. Das da, kommt da kein Minus vor. Da haben Sie recht. Gut. Sie sagen mir ja nach, ja? Nach. Jetzt ziehen Sie ab. Richtig. Also nach mal bitte unter Trick Nummer, wenn Sie aufschauen. Also, der Kollege hat recht. Minus 1 durch n Fakultät. Mal x hoch n. Also mal g von 0 schreiben wir so. Mal x hoch n. Plus Fakultät, da können wir ein n wegkürzen. Da bleibt im Nenner mehr n minus 1 Fakultät.
Rechts und einerseits fakultiert. Aber ich verkürzt. Integral von 0 bis x. X weniger t hoch n minus 1. Mal groß g von t dt. Okay. Also sehen wir daher, dass Rn, sagen wir so, das ist ja das Rn minus 1. Das Rn minus 1 ist gleich, rübergebracht auf der anderen Seite, danke Herr Kollege, 1 gebraucht unter Rennfakultät. Mal g von 0, mal x von n. Plus den Rn. Ah. Ja. Gut. Und jetzt gehen wir es an. Jetzt. Nehme ich an, f ist definiert von j nach r und f sei zweimal stetig differenzierbar. Dann werden Sie fragen, was heißt denn das? Das sagen wir Ihnen. Das heißt, f ist stetig differenzierbar und f' ist auch noch einmal stetig differenzierbar. Gut. Setze nun. Groß G gleich F', da will ich mal verbinden. Wenn Groß G das F' ist, Groß G ist dann stetig differenzierbar, weiß ich auch, was das Klein G ist, dann ist das Klein G gleich dem F2. Schauen wir uns an, was ist denn dann hier? Bei N ist gleich 1. Das R1 ist gleich 1 gebrochen durch 1 Fakultät. Oh. Wir können das R0 ausrechnen. Machen wir so, das ist R0, machen wir das, das ist leichter. R0, wenn in der Grenze ist, habe ich 1 durch 0 Fakultät. 0 Fakultät, das ist 1. Habe ich ja nur 1 hier stehen. Das Integral von 0 bis x von x weniger t hoch 0, alles hoch 0 ist 1, brauche ich nicht hinzuschreiben, groß g von t, das ist f' von t, dt. Weil das groß g soll die f'. Und das kann jedes kleine Kind integrieren. F' integriert ergibt kein f. Das ergibt also, das ist gleich klein f von x minus klein f von 0. Ja? Das ist das R0. Jetzt setzen wir das da hier ein. Das R0, also das f von x weniger f von 0, ich bringe das f von 0 auf die andere Seite. Also, das f von x ist daher gleich das f von 0 plus 1 gebrochen durch 1 Fakultät, das ist 1, groß g von 0, groß g von 0 ist f' von 0 mal x hoch 1. Plus den R1 plus
eins Fakultät, das 1. Also schauen wir es an. Das R1, das R1 ist gleich 1, Integral von 0 bis x, von x weniger t. R1, 1 durch 1 Fakultät, x weniger t hoch 1, x weniger t. Mal klein g, das ist f2', mal f2' von t dt. Also sehen Sie, dass f von x ist gleich f0 plus f' von 0 mal x. Das hier nennt man die Linearisierungsformel. Also ich habe f von x dargestellt durch eine Konstante plus x mal eine andere Konstante. Sehen Sie das? Heißt Linearisierungsformel, und das ist der Fehler, den wir machen, wenn wir das tun. Jetzt nehmen wir an, f ist dreimal stetig differenzierbar. Was heißt denn das? Das heißt, dass f zweimal stetig differenzierbar ist und f2' noch einmal stetig differenzierbar ist. Ja? Also das heißt, f2' ist auch stetig differenzierbar. Was machen wir? Setze nun. Groß G gleich F2'. Und daher klein G gleich F3'. Also, wir machen N ist gleich 2. Schauen uns an, was ist denn das R1? Ja, das R1 ist gleich, schauen Sie doch hin, das ist 1, also das ist eigentlich, wenn n gleich 2 ist, R1 ist 1 durch 1 Fakultät, Integral von 0 bis x ist da steht, also 1 Fakultät im Aufschlag, x weniger t hoch 1, groß g, das ist ja das R1, genau das, was da ist, sehen Sie das? Das ist sehr schön. Und wir sehen daher, dass dieses R1, das da ist, das ja auch da ist, da wird es umschreiben. Also wir können schreiben, f von x ist gleich f von 0 plus f' von 0 mal x. Plus, jetzt kommt das R1, aber das R1 ist gleich 1 durch 2 Fakultät plus 1/2, 2 Fakultät ist 1/2, mal G von 0, das ist F2' von 0, mal X hoch 2 plus dem R2. Was meinen Sie mit R2, wenn Sie mich fragen? Na, was es sein soll. R2, das steht ja da. R2, das ist 1 durch 2 Fakultät, also 1/2, Integral von 0 bis x, von x weniger t zum Quadrat diesmal, mal dem klein g, das ist also das f3', von t dt. Ja? Angenommen! Wir hätten folgt. Vielleicht sollte ich da was sagen, was ich da jetzt unterstreiche. Da sehen Sie, das f von x lässt sich darstellen als
f von 0, Konstante, plus f' von 0 mal x, gerade, plus ein halb f von 0 mal x Quadrat, ist eine Parabel. Ja? Das nennt man die Approximation zweiten Grades. Approximation zweiten Grades ist eine Funktion. Durch diese Parabel wird die Funktion gut approximiert in der Nähe von 0. So, jetzt nehme ich an, f von x wäre gleich f von 0 plus f' von 0 mal x plus ein halb f2' von 0 mal x Quadrat plus und so weiter plus, jetzt schreiben wir folgendes, 1 durch n minus 1 Fakultät mal f n minus 1 mal abgeleitet, das schreibt man so, n minus 1 in Klammer so aufgeschrieben, das sind n minus 1 Striche, an der Stelle 0, mal x hoch n minus 1 plus einen r n minus 1 wobei das r n minus 1 gleich sein soll wie da hier so eigentlich oben 1 durch n minus 1 Fakultät Integral von 0 bis x von x weniger t hoch n minus 1 mal f die nte Ableitung ja, eine Ableitung mehr als der vorne steht die nte Ableitung der Stelle t dt. Dabei setzen wir voraus, f ist n mal stetig differenzierbar. Was heißt das? Also nicht genau fragen. Das heißt, f ist n minus 1 mal stetig differenzierbar und das, die n minus 1 Ableitung von f ist auch noch einmal stetig differenzierbar. Jetzt werden Sie mich fragen, was heißt, dass f n minus 1 mal stetig differenzierbar ist? Da gehe ich zurück, bis ich dann angekommen bin, dass f stetig differenzierbar ist. Ja? Definition der Minute. Gut. Also das nehme ich an, dass das stimmt. Angenommen, das ist der Fall. Na jetzt schauen Sie. Jetzt setze ich. Jetzt setze ich. Groß G gleich F einmal stetig, also einmal abgeleitet. Klein G setze ich F N plus einmal abgeleitet. Wobei angenommen sei. F ist n plus 1 mal stetig differenzierbar. Dann steht ja da, dass R n plus 1, das ist ja gleich, wie es da steht. 1 durch n minus 1 Fakultät. Integral von 0 bis x. X weniger t hoch n minus 1. Fn mal abgeleitet an der Stelle t dt.
Und das ist doch gleich, nach unserer Zauberformel, 1 durch n Fakultät. Groß G von 0, das ist f Ecke Ableitung an der Stelle 0. Mal x von n. Plus w, plus den Rn. Das heißt, bitte. Plus und aufhört uns mit 1 durch n Fakultät.
f hält die Ableitung an der Stelle 0 mal x hoch n. Bis dahin. Wenn Sie wollen, können Sie es mit einem Summenzeichen schreiben. Sie kriegen dann heraus, ist gleich Summe, also das allgemeine Summenglied lautet, statt n schreibe ich jetzt m, 1 durch m Fakultät, f, die m der Ableitung an der Stelle 0 mal x hoch m, und das m ist das, was läuft, wie man sagt. Wenn m gleich 0 ist, habe ich 1 durch 0 Fakultät, das ist 1. F 0 der Ableitung, das ist f. An der Stelle 0 steht da, mal x hoch 0, mal 1. Also das ist genau der erste. Also wenn m gleich 0 ist, bin ich bei d. Wenn m gleich 1 ist, habe ich 1 durch 1 Fakultät, das ist 1. Plus f einmal abgeleitet, f' an der Stelle 0, mal x. Wenn m gleich 2 ist, habe ich dann das da hier. 1 durch 2 Fakultät, 2 Fakultät ist 2. Mal f zweimal abgeleitet an der Stelle 0, mal x Quadrat, und so geht das weiter. Also n beginnt bei 0 und hört auch bei n. Und Taylors Satz er besagt, dass das f von x gleich ist diesen Taylor-Polynom. Summe m ist gleich 0 bis n 1 durch m Fakultät f m mal abgeleitet an der Stelle 0 mal x hoch m ist fast gleich bis auf was? Bis auf dieses verdammte Restglied plus den Rn. Aber Taylor sagt mir, wie groß das Restglied ist, nämlich dieses Integral. Schaut es nochmal hin. Und im Allgemeinen hofft er natürlich, und hoffen alle, und Newton hofft es, und Lenz hofft es, und alle haben es gehofft, das Restglied brauchen wir weiter anzuschauen, wenn das n groß ist. Ja? Dass man dann nach unendlich geht. Weil ich habe ein Beispiel vor Augen. Das Beispiel. F von x ist gleich e hoch x. Ist natürlich ein super Beispiel, weil die Ableitung dann ziemlich locker ausschaut, nicht? E hoch x differenziert, also f, die m der Ableitung von x. Also das ist e hoch x m mal differenziert, aber e hoch x mal die bei e hoch x. Ist gleich e hoch x. Das ist natürlich schön. Das ist natürlich ganz super. Ja. Dann ist f, die m der Ableitung an der Stelle 0, gleich e hoch 0, das ist immer 1. Das Schöne geht es ja bald. Dann haben wir hier immer einen 1er stehen. Und dann sehen Sie, e hoch x, das ist daher gleich. Die Summe von m ist gleich 0 bis n. Von 1 durch m Fakultät mal 1, lass mal stehen, mal x hoch m. Plus unter die Hände rein. So, das Rn, ich schaue, wie groß ist das, wie groß ist der Bruder? Das Rn, der ist gleich 1 durch m Fakultät. Integral von 0 bis x, x weniger t hoch n, mal e hoch t, mal dt. Unausrechnen, das kann man schon ausrechnen, aber das ist ausrechnen, ich habe das heraus, das ist nicht einfach e hoch x weniger dieses. Summe ist. Aber wenn wir schauen, dass es wirklich klein wird, nicht in n groß. Also, lassen wir mal das x
höchstens 1 sein, also x ist nur bis 1, zwischen minus 1 und 1, machen wir das aus. Also wir bleiben bescheiden. Na dann ist es klar. Das t läuft nur zwischen 0 und x. Das t läuft nur zwischen 0 und x. Also x weniger t bleibt dann auch im Intervall zwischen 0 und 1, zwischen minus 1 und 1. Ja? Also dann haben wir x weniger t ist im Intervall zwischen minus 1 und 1. Egal was das t wird. Das Schrecklichste, was das t werden kann, ist 0 und das x gleich 1. Und dann kriegen wir auch 1. Und das e hoch t ist der Betrag h höchstens so groß wie e hoch Betrag von x. Ja? Also höchstens e. Also höchstens 3. Wir wissen, e ist ja nicht viel mehr als 3. Ja? Ja, also, dann steht hier beim Integranten eigentlich etwas, was kleiner gleich 3 ist. Ja. 3 integriert zwischen 0 und x, aber x ist ja höchstens 1, also ich meine, da kommt auch x ist 3 heraus. Also der Betrag von Rn ist höchstens 3, wir brauchen noch ein Fakultät. Also der Bruder geht nach 0, wenn er nach unten geht. Das heißt, wir haben e hoch x ist gleich, und wir setzen hier einfach n nach unten, dann geht der nach 0. E hoch x, jedenfalls für x zwischen minus 1 und 1, aber es gibt in Wirklichkeit gar nichts. Aber jetzt sind wir mal vorsichtig. E hoch x ist gleich, schreibe ich es gleich runter, damit wir uns da einig sind, die Frage von x bleibt bei 1. Obwohl ich es nicht schreiben müsste, ich verrate Ihnen, wir werden das aber viel später erst sehen, das stimmt für alle. Aber da müsste man das Restlicht genauer abschätzen. Und wissen Sie was? Das tun wir nicht, weil wir werden das später sehen. Es geht ganz, ganz elegant und viel schöner anders. Aber jetzt einmal. Das e hoch x ist gleich 1 plus x. Plus x Quadrat halb. Nicht? Plus x der dritten noch dreifach Problem. Das ist 6. Plus x der vierten. Durch 4 Fakultät, das sind 24, plus und so weiter, plus x hoch n, durch n Fakultät, aber ich höre nicht auf und gehe weiter und gehe weiter, und da bekomme ich exakt e hoch x heraus. Da werden Sie sagen, das haben wir schon das vorher gemacht in den asymptotischen Abschätzungen. Ja. Aber jetzt haben wir es sozusagen genau. Jetzt wissen wir auch, was wir machen müssen, um zum Beispiel e auszurechnen. Wir brauchen jetzt nur x gleich 1 zu setzen und wir wissen, das Restlicht ist höchstens so groß. Seht ihr das? Das hilft natürlich. Dann weiß ich, wie weit ich rechnen muss, damit ich e ausrechne. Also e zum Beispiel gibt also 1 plus 1, also 1 plus 1 ist 2, das kann ich schreiben. 2 plus 1,5 plus 1 Sechstel plus 1 24stel plus 1 120stel plus 1 720stel plus 1 durch 5040 plus 1 gebrochen durch, jetzt verlasse ich meine Kräfte, jetzt muss ich das mit 8 multiplizieren, das ist 40.320, stimmt das? Hier macht es gerade auf, 40.320 ja, plus 1 gebrochen durch. Jetzt müssen wir das mit 9 multiplizieren. 9 mal 4 ist 36. Ist das richtig? Haben wir 36 vorne. 27, 2 mal 9 ist 18. Habe ich 28, 18. Ich glaube, das ist ungefähr richtig. Mit 10 kann ich wohl multiplizieren. Das geht sich aus. Plus 1 gebrochen durch 3.628.800 plus und so weiter.
Ja, wenn wir da abbrechen, dann sehen wir, dass wir da eh schon ziemlich gut haben. Nämlich höchstens 3, wir brauchen durch diese 3 Millionen. Also mein Diktator, der war bei Philharmoniker Ball offensichtlich, also ja, nicht da, aber sehr wenig so gut verschiedene Kollegen, ja. Oder hat irgendjemand eine gleich bei der Hand? Einfach nur das Ausgleich. Das war lieb. Einfach so. Sie haben schon, das verraten Sie uns nicht, gell? Ja. Mit Maple Theater, so muss man vielleicht schneller ausrechnen können, oder wie geht das? Ne? Also, keine Ahnung. Nein. Bitte, Frau Kollegin, laut. 2,718. 01. Das 01 ist falsch. Also in Wirklichkeit ist E2,718281284850 und so weiter. 2,1828384. Nein, ich weiß es nicht. Aber ich möchte nur 1. 2,8 statt 01, ja. Also die sind falsch. Aber schaut, wie viele Stellen wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stellen. So gut. Locker hingestellt. Also Zähler natürlich begeistert, nicht? Damit haben wir die Funktion eingestellt. Und EOKIX ist ja nur ein Beispiel. Was ist mit Sinus über Polykos? Cosinus über Polykos? Sinus, Cosinus. Schreiben wir alles hin. Schreiben wir alle hin. Müsste jetzt die Tafel löschen. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde es am Montag die Tafel löschen. Jetzt verrate ich Ihnen ein großes Geheimnis. Die, die am Montag kommen und heute nicht da sind, noch nicht. Am Montag sehen wir uns wieder, dann machen wir das. Dann ein Beispiel. Aber wir machen das am Montag 2 Stunden. Weil die Physiker haben mir die Stunde geschickt. Da muss ich dann also um 10 Uhr die Tafel selbst einmal wirklich durchlöschen. Also am Montag. Am Montag sehen wir uns wieder und freuen Sie sich, wir sehen uns unter 2 Stunden.